Hallo, ich bin jetzt hier in der Nähe von Schnorrenberg und habe da an der Bundesstraße geparkt und gehe jetzt zum Campingplatz nach Kronenburg. Das sind circa ein bisschen mehr als 18 Kilometer. Ich habe die Strecke komplett selbst geplant über Komoot, deshalb weiß ich noch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Aber hier der Anfang ist auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Schöne Weitsichten. Also im Moment ist es noch schön vom Wetter her, aber es soll sehr warm werden. Und zwar heute Mittag sind auch Gewitter gemeldet. Ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Ich habe auf jeden Fall meinen dicken Poncho mitgenommen, weil ich keine Lust habe, wieder so nass zu werden wie letzte Woche. Das war schon echt unangenehm. Vor allen Dingen letzte Woche konnten wir ja dann zu Hause schlafen, nachdem wir so nass waren, und heute müssen wir wieder im Zelt pennen. Deshalb ist das dann nicht so angenehm, wenn man im Klitsch nass ist. Naja, ich bin mal gespannt, was der Tag bringt. Beim Planen mit Komoot oder generell mit jeder möglichen anderen Wander-App, ich weiß nicht, was da sonst noch so gibt, gibt es halt hier und da so ein paar kleine Mankos. Ich bin heute relativ viel durch irgendwelche Pfade gelaufen oder Überpfade, die eigentlich als begehbarer Weg eingezeichnet waren, aber teilweise stand dann da kniehoch Brennnessel. Und ja, auch hier bin ich jetzt auch wieder die ganze Zeit auf der rechten Seite von der Kill gegangen, weil ich einfach auf der anderen Seite nicht laufen konnte, weil es einfach noch extremer war als hier auf diesem Weg. Das ist, geht noch hier. Eben bin ich halt durch hüftlos Gras gelaufen und so. Und ja, muss jetzt noch 1 Kilometer hier durch, deshalb mache ich das auch, weil es nur noch 1 Kilometer ist, bis ich auf den nächsten Feldweg komme. Sonst müsste ich halt einen relativ großen Umweg laufen,
weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt, über die Kill zu kommen. Und ja, deshalb laufe ich jetzt hier über diesen schönen kleinen Wiesenpfad. Da oben wäre der Parallelweg. Und ich laufe jetzt hier noch ungefähr 800 Meter. Dann bin ich an der nächsten Weggabelung und kann dann weiter. Aber es ist schon relativ beschwerlich hier durch. Und zum Glück habe ich Zecken- und Mückenspray. Solange es keine Brennnesseln sind, geht's. Ja, und jetzt bin ich hier durch den Wald gestapft. Nicht weit zum Glück. Und weil ich auf der Karte sehen konnte, dass hier noch ein Pfad ist. Und hier lässt es sich doch um einiges besser laufen.